In diesem Video erfährst du alles, was es zur neuen Progression der KI-Team-Kameraden zu wissen gibt. Los geht's! Bei mir dreht sich übrigens alles um Ghost Recon. Wenn du da Bock drauf hast, lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Auf die neue Level-Progression der KI-Kameraden kannst du auf insgesamt drei verschiedene Arten zugreifen. Einmal hier im Lobbybildschirm unten rechts über den Button Teammitgliederfortschritt, dann in der Einsatzzielübersicht, da befindet sich der Button in groß hier oben, und dann schließlich noch in deinem eigenen Fertigkeitenbaum, da hast du hier rechts den Button Teammitgliederfortschritt und da kannst du auch die Taste B am PC drücken, um dorthin zu gelangen. Auf der Seite selbst siehst du hier links oben zuallererst mal den Fortschrittsbalken der Level. Dann siehst du links die verschiedenen Levelstufen. Also Level 1, der Standard-Level, da gibt es natürlich nichts. Aber ansonsten gibt es auf jedem Level irgendwas. Hier unten in der Mitte hast du die Möglichkeit nochmal auszuwählen, ob du ohne Kameraden mit den Rainbow Six Siege-Kameraden oder den Ghost-Kameraden losziehen möchtest. Die Ghost-Kameraden und die Rainbow Six Siege-Kameraden, die haben keine unterschiedliche Level-Progression, also ist alles gleich bei denen. Mit dem einzigen Unterschied, dass bei den Rainbow Six Siege-Kameraden die Skills standardmäßig aktiviert sind. Also die haben ihre Skills, also Finker, Heilung, Thatcher, EMP-Granate werfen und Ash-Granatenwerfer haben die immer. Dann hast du hier rechts die Teammitglieder-Herausforderungen. Die sind allesamt ziemlich, ja, low, nenn ich's mal. Es ist nichts Schweres dabei. Es ist nur ein kleines bisschen Grind. Da ist dann mal dabei, 24 Sync-Shot, also Simultanschuss-Kills zu machen und sowas. Oder auch mal 12 Simultanschuss-Kills im Nebel, also in dem Ember Sky-Gas, in dem Ember Ruin-Gas. Oder 12 Simultanschuss-Kills mit aktiviertem Widerstandsevent. Also das ist nichts Schweres. Also da bist du in ungefähr 20 Stunden maximal bist du da komplett durch. Bis auf hier diese eine, die mir auch noch fehlt, die Stufe 15 zu erreichen, ist dann, nachdem du diese ganzen Herausforderungen schon gemeistert hast, ein kleiner Grind. Denn wenn du mit diesen ganzen anderen Herausforderungen fertig bist, dann bist du ungefähr auf Level 10. Und ja, den Rest musst du dir dann halt ergrinden. Finde ich aber vollkommen in Ordnung, habe ich kein Problem mit. Gehen wir mal ganz schnell durch, was du für die Kameraden freischalten kannst. Auf Stufe 2 verursachen die KI-Kameraden 5% mehr Schaden an Gegnern. Auf Stufe 3 20% mehr Schaden an Bodendrohnen, außer gegen Behemoths, also gegen Amon und dergleichen. Auf Stufe 4 schaltest du die Kampfdrohnenfähigkeit für Fixit frei, die im Grunde das gleiche ist, was du selbst auch machen kannst, wenn du die Ingenieurklasse ausgewählt hast. Auf Stufe 5 erhalten die Kameraden 5% mehr Lebensenergie, auf Stufe 6 verursachen sie 10% mehr Schaden an fliegenden Drohnen, auf Stufe 7 schaltest du Furies Scannenfähigkeit frei. Die funktioniert im Grunde ähnlich wie die Klassenfähigkeit der Echelon-Klasse, mit dem einen kleinen Unterschied, dass Furies Scan-Fähigkeit nur 3 Impulse aussendet, während es bei der Echelon-Klasse 4 Impulse sind. Auf Stufe 8 verursachen die KI-Kameraden abermals 5% mehr Schaden gegen Gegner. Auf Stufe 9 verringert sich der Cooldown des Simultanschusses um 33%, also um ein Drittel. Und auf Stufe 10 schaltest du die Durchschlagschussfähigkeit von Vasili frei. Das ist ein einzelner panzerbrechender Schuss, ähnlich der Klassenfähigkeit der Scharfschützenklasse. Auf Stufe 11 erhöht sich die Lebensenergie der Kameraden nochmals um 5%. Auf Stufe 12 verursachen sie 50% mehr Schaden gegen Behemoths. Auf Stufe 13 lernen sie Splittergranaten einzusetzen, also die werfen dann auch Granaten. Auf Stufe 14 kommen nochmals 5% mehr Schaden gegen Gegner hinzu. Und auf Stufe 15 schließlich können sie dich einmal mehr im Kampf wiederbeleben, also dann kannst du zweimal sterben, bevor es Game Over heißt. So, ich habe jetzt mal schnell auf einen anderen Speicherslot gewechselt, damit ich dir noch die Freischaltungen zeigen kann,
die du für die Erledigung der Teammitglieder-Herausforderungen jeweils bekommst. Denn da bekommst du nicht nur Teammitglieder-Erfahrungspunkte, also Team-EP, sondern auch noch verschiedene Items. Und zwar das Ausstatter-Emblem, das Ghost-Arsenal-Emblem, den Aufnäher Episches Bündnis, QA, die Kapuze Arcturus Ghost, wenn du die Teamstufe 15 erreichst, die habe ich leider noch nicht, den Aufnäher Wiederbeleben, die neue Waffe MDR, den Helm Obscore Fast mit Visier, die Sonnenbrille Revision Hellfly, das Emblem Ghost Trupp, die Ausstattungsfarbe Russisch Digital, den Aufnäher Blutiger Schädel, das Oberteil Telniaschka, das Emblem Rainbow Six Trupp und den Aufnäher Outcast Aufstand QA. Was auch immer das QA bedeutet. Es kann natürlich auch sein, dass das nur ein Hinweis an die Quality Assurance, also an die Qualitätssicherung ist. Ich spiele ja hier gerade noch auf einem Early Access Build quasi. Aber falls es in der finalen Version noch drin ist, keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, ich habe ja eben schon mal erwähnt, wenn du diese ganzen Herausforderungen erledigt hast, bis auf das Erreichen sich Teamstufe 15, dass du dann ungefähr auf Stufe 10 bist. Wie kannst du dir nun die restlichen Erfahrungspunkte ergrinden? Ich habe da mal ein bisschen ausprobiert, ein bisschen rumprobiert und ich kann dir mit relativ genauer Sicherheit sagen, für was du wie viele Team-Erfahrungspunkte bekommst. Das habe ich hier aufgeschrieben und das gebe ich dir natürlich gerne weiter. Ich habe festgestellt, dass es sowohl für das Markieren von Gegnern, das Öffnen von Kisten und das Aufsammeln von Pflanzen und Gold und dem ganzen Kram, den es so in der Spielwelt zu finden gibt, jeweils 24 Team-EP gibt. Wenn die KI-Kameraden einen Gegner töten, ganz egal ob das eine Drohne ist oder ein Mensch, gibt es dafür 72 Team-Erfahrungspunkte. Wenn du selbst einen Gegner mit einem Nahkampfangriff tötest, dann gibt es ungefähr 288 Team-Erfahrungspunkte. Das schwankt immer ein bisschen, ich konnte aber nicht so genau feststellen, woran das liegt. Es kann natürlich am Gegnertyp liegen oder so. Also ich hatte alles dabei von 288 bis 268. Höher als 288 hatte ich noch nichts. Aber ja, wie gesagt, da sind wir so ungefähr, sagen wir 288. Generell zählen deine Kills unterschiedlich. Wenn du bereits entdeckt wurdest und quasi im offenen Kampf bist, dann gibt es ungefähr 108 Team-Erfahrungspunkte. Die restlichen Erfahrungspunkte, die es dann so geben kann, also wenn du Gegner tötest, ohne dass du entdeckt wurdest, da kommt es ein bisschen auf die verwendete Waffe, also Pistole oder Primärwaffe an und auch darauf, wie weit du von dem Gegner entfernt bist. Ich hatte da wirklich alles dabei von 120 Erfahrungspunkten bis auf, jetzt kann ich hier meine Sauklauen nicht mehr lesen, 157 Erfahrungspunkte. Ja, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Pistolenkills geben generell mehr Erfahrungspunkte als Primärwaffenkills, aber ansonsten ist es ein bisschen halt davon abhängig, ob du bereits entdeckt wurdest und wie weit du vom Gegner weg bist. In meinen Tests hat es auch keinen Unterschied ausgemacht, ob die Gegner Wolves waren, eine Drohne oder normale Sentinel-Einheiten. Und auch die Minigunner haben keinen Unterschied bezüglich der Erfahrungspunkte gemacht. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Bis dann, ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.